In der Shopping City Süd ist Hannes mit seiner Kundschaft fertig und kümmert sich nun um seine neue Mitarbeiterin Denisa. Sie hat heute ihren ersten Tag und muss Hannes überzeugen, ins Team zu passen. Denisa ist aber kein Neuling und bringt schon Erfahrung mit. Ich glaube, ich werde jetzt auch die Führung eher schneller machen im Salon, weil ich habe natürlich auch eine Überraschung für die Denise. Sie ist zwar heute den ersten Tag da, aber es warten schon Kunden auf sie. Rückwärts links haben wir dann die Garderobe. Ja. Es ist auch wichtig für die Kunden, damit sie wissen, wo sie die Sachen hingeben. Wir haben auch ein Kunden-WC, links für Herren, rechts für Damen. Hier finden sie dann die ganzen Farben. Das ist ja toll, das ist alles versteckt. Wahnsinn. Jetzt werden Sie sich sicherlich auch fragen, wo sind denn die Handtücher? Ja. Schauen Sie, Denise. Man zieht es einfach hier runter. Wir haben sie. Ich glaube, so ist es dann auch jetzt wichtig, auch gut versteckt. Ja. Das finde ich toll. Das find ich, und man zieht es dann einfach unten raus und somit kommen sie dann zum Handtuch. Praktisch. Ja. Wahnsinn. Es wird natürlich bei Youngstyle jeder Kunde gewaschen. Ja. Das ist nicht mehr so wie früher vor 10, 15, 20 Jahren, dass Kunden kommen, einfach diesen Trockenschnitt. Warum? Ja. Ich finde das unhygienisch. Mhm. Ja, es gibt natürlich diverse Kopfhautprobleme, wie auch immer. Ich würde es nicht angreifen wollen. Ja, und deswegen wird jeder Kunde bei uns gewaschen. Ich habe es gern, wenn sich alles bewegt, wenn man viel tut. Auch, sage ich mal, es ist nicht dieses gewöhnliche 0815. Ja? Wir haben natürlich auch einen Aufenthaltsraum. Ja. Okay. Das habe ich früher schon erwähnt. Mal ganz kurz, da gibt es diesen Notausgang. Ja. Okay. So, Denise, Sie kriegen auch ein Headset. Das ist das Wundergerät. Ja, dient zur Kommunikation im Salon, da müssen wir auch nicht rumschreien. Entschuldige. Es ist soweit. Denise wird mit dem Headset zu einer richtigen Youngstylerin. Auch wenn es vorerst nur für einen Tag ist. Sie ist begeistert. Jetzt hört auch sie Stimmen im Kopf. Und Denise erkennt sofort den Nutzen ihres neuen Headsets. Also ich habe schon einiges jetzt gehört in der kurzen Zeit. Ich fand es schon sehr faszinierend. Auch ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, da noch aufmerksam zu sein, wenn hier gerade was kommt. Aber es wird mit der Zeit vielleicht, hoffentlich. Je länger man das trägt, mit dem arbeitet, irgendwann wird es dann normal. Ja, es gehört zu einem. Also würde ich jetzt ohne Headset dastehen, ich glaube, das könnte gar nicht funktionieren. Ja, das geht gar nicht. Darf ich mal fragen, wie viel Quadratmeter das hier sind? Also wir haben hier eine Fläche von 400 Quadratmetern. Wow. Ja. Ich würde die nicht laufen wollen, so das ganzen Tag. Ich meine, wir stehen ja so. Glauben Sie denn nicht, die werden noch genug laufen. Und zwar vorne. Auf jeden Fall. Also man ist ja immer in Bewegung. Erich hat den Naschmarkt verlassen und ist mit seinem Flitzer in seinem Frisiersalon sicher angekommen. Die Mitarbeiter sind schon fleißig am Arbeiten und nun übernimmt auch der Chef Figaro seine Stammgäste, die zum Haareschneiden kommen oder auch nur zum Plaudern. Und manche von ihnen glauben, sie sind Napoleon. Hi. Was ist? Je suis le Monsieur Napoléon Bonaparte. J'ai mal au foie. Oh, du bist das. Da ich hab mir die Leber weg. Gut. Erich. 700 Polizisten gegen Hells Angels. Was weiß ich? Willkommen. General Chaos. Heaven's Angel. Ah, toll. Eine Frauenausstellung. Siehst du, da kriege ich die Einladungen. Dann gibt es einen Typen, der wirklich was arbeitet, da hinten. Der checkt immer die Freecard, aber der geht nicht weiter wie bis daher. Da kommt nicht einer. Der macht nur seinen Job. Ja. Ich bin der Chico, schau, das ist meine Kunst. Schau, diese Gitarre habe ich gespielt in New York und London mit Radi Babel. Sagt ihr das was, Radi Babel? Meine Kunstzigaretten. Intellektuelle Provokation gegen das Nichtrauchen. Was soll man machen?
Trinken ist erlaubt, ja. Saufen ist erlaubt, Rauchen wird verboten. Innerhalb? Bald ist nur mehr Arbeiten erlaubt. Ah ja, das bin schon ruhig. Hier ist Heavy Metal. Heavy Metal Holocaust. Alles im Arsch. Das Taxi ist gut. Er bringt die Liebe mit. Ich bin der Hass. Dankeschön. Wir waren einmal doof, aber da seid ihr noch nicht auf der Welt gewesen. Und mach Kabarett und Hörspiel Theater. Und mit Ambros waren wir so, Prokopetz da, haben wir viele Schallplatten miteinander gemacht. Und er singt eh dauernd, das tut er immer, das Düse. Bei ihm habe ich auch den Hansi Hölzl kennengelernt. Das war an dem Tag, da sind wir nebeneinander bei dir in der Führerklasse gesessen. Und mal die Dame waschen. Immer wenn ich nach Wien komme, komme ich zum Erich, weil dann weiß ich genau, was los ist. Wir sind so jetzt schon seit, wie gesagt, 30 Jahren befreundet. Meine Ex-Frau, alles hier. Das ist ja quasi eine Familie. Es ist ja wie ein Clubraum da, ne? Wenn du da bist. Ein Clubraum. Nach einer Stunde weiß ich alles, was in Wien wichtig ist. Du kriegst die Kunden, die dir zustehen, weil mir wirklich schon ein paar gefragt haben, wie bewerkstellige ich das oder wieso kenne ich solche Leute, das weiß ich auch nicht. Da musst du die Leute fragen. Marcel, komm her. Marcel, jetzt spiel ein Ständchen. Und ich düse, sauce schmeckt. Nimm die Liebe mit. Und was sagst du? Was? Ich bin der Hass. Hässlich. Ich bin so hässlich. Schrecklich hässlich. Ich bin der Hass. Ich bin der Hass. Und ich düse im Sauseschritt. Und bring mir Liebe. Also, Erich ist Kopfkünstler. Kein Friseur, Kopfkünstler, hatte auch ein Lehramt auf der Akademie über Kopfkunst und ist zugleich mein Psychiater. Beim Barbier im 6. Bezirk geht es musikalisch zu. Der erste Kunde hat einen englischen Beard-Trim bekommen und verlässt glücklich das Lokal. Zeit für Ali auch selbst mal ein wenig abzuschalten und mit seinen Händen Rhythmus in den Shop zu bringen. Ich sage immer, ein Mann soll nicht sagen, ich versuch's. Nein. Ein Mann soll sagen, ich tu's. Versuchen gibt's nicht. Weil versuchen, alleine der Gedanke bedeutet, ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass ich es schaffe. Und das ist schon eine Hürde, die ich mir selber stelle. Und ich bin nicht so einer. Ich bin einer, wenn die ganze Welt vor mir steht und sagt, du schaffst das nicht, ich lache nur. Coralie? Ja. Wir werden jetzt den Markus hübscher machen, einen schönen Haarschnitt verpassen. Und du schaust dir das an. Nein, muss man nicht waschen. Ich schneide es eh dann so, trocken. Sie sind immer trocken. Bitte sehr. Und da du gesagt hast, du interessierst dich jetzt einmal, wie man die Werte machen und die Schnitte und die Verläufe und so weiter, schau mal jetzt genau zu, wie man das machen, okay? Ich arbeite gerne mit Frauen, ja. Unter Männern gibt es oft einen Konkurrenzkampf. Die Frauen auch selber, die sagen, die arbeiten gerne mit Männern, weil eben, ja. Und ich verstehe mich sehr gut mit Frauen, mit Männern auch, ja. Aber ich suche seit 2 Monaten einen guten Barbier. Aber auf dem Markt gibt es nicht viele. Ne? Und vom Arbeitsamt schicken sie mir nicht das, was ich gerne möchte. Ja? Um es dezent auszudrücken. Und ich sage immer, wie in einer Beziehung, die guten Leute sind immer besetzt. Natürlich, was sonst? Das ist wie ein Fußballspieler. Wenn er gut ist, das gibt es nicht, dass er daheim sitzt. So, gehen wir's an. Wie gut haben wir die Seiten? 6 Kannst Millionen. Kannst du mich erinnern an den letzten Haarschnitt? An die Anweisungen, die ich dir gegeben habe. Nochmal. Also nicht so verlaufen mit Linie. Ja, genau. Ja. Du magst diese Linie hinten. Ich mag die Linie hinten. Möglichst gerade rauf. Auf der Seite. Aber nur 8 Millimeter.
8 mm. Ja, wir sind das Winter, das ist nicht ganz so. Die 2 mm, die reißen uns raus. Ach, du musst das letzte Mal 8 mm machen. Gut. Und oben hast du letztes Mal diese geniale Schere, diese Ephilia. 6.9 Schere. Na, wie hat die diese nicht alle Haare erwischt? Die Ephilia Schere, ja. Das war super. Ja, aber bei dir tut man ja normal nicht effilieren, weil die Haare sind sehr fein. Er macht es wirklich sehr detailverliebt. Und darauf kommt es halt mir an. Deswegen erkläre ich ihm das auch so ganz detailliert. Es kommt ja darauf an, wo und wie man effiliert und wie viel man effiliert. Du bist der Beste. Nein, ich bin nicht der Beste, ich bin der Schönste. Der Schönste. Aber es wäre nicht zu kurz oben, ne? Nicht zu kurz. Ja. Das Ganze zum Mitnehmen oder zu mir? Ali hat sein Geschäft vor einem Jahr eröffnet und seine Stammkunden kommen regelmäßig. Er nimmt sich Zeit für sie, vom Schneiden und der Bartpflege bis hin zur Gesichtsmassage. Jeder Kunde wird nach Strich und Faden verwöhnt. Natürlich, ich schneide es nicht so kantig hinten, aber er will eine Kante haben. Warum schneidest du es nicht so kantig? Das ist viel schöner als so eigentlich. Ja, er mag es so haben und wir machen das so, wie es der Kunde haben möchte. Ja? Na super. So ich bin einer, der verlaufend arbeitet, aber der Kunde möchte es so haben. Also machen wir es so, wie er will, aber gut. Ne? Gut, fertig zu bringen. Sonja und Franz sind auf der Burg Plankenstein zu ihrem schamanistischen Haarritual angekommen. Das Ritual kostet ab 60 Euro aufwärts. Und das heutige Ziel ist es, die Naturwesen zu befragen, ob und wie viele von Franz' Haaren geschnitten werden dürfen. Hast du so einen Schamanen als Vorbild, oder dass du sagst, das ist mein Meister? Nein, als Vorbild direkt nicht. Ich habe Ausbildung gemacht bei einem, aber Vorbild eigentlich nicht wirklich. Ja, war das bei dem, wo du so zwei, drei Tage allein im Wald warst, gell? Ja, genau. Nicht weggehen von dem Platz? Ja. Und? Bei Minusgraden im Winter? Nein. Hardcore, egal. Aber zählt schon so, oder? Gar nichts. Nix? Nix. Nur im Wald? Ja. Unter den Bäumen? Und da hat er gesagt, ich soll eine Feder finden. Sag ich, das geht ja gar nicht, das ist Winter. Wie soll ich da jetzt da im Schnee eine Feder finden? Sagt er, es wird so sein. Und wenn du nicht suchst, dann wirst du sie finden. Und dem war auch so. So wie es die Sonja gemacht hat, das war schon eine Action. Nicht? Einfach zu sich zu kommen. Und ich glaube, wir sind nicht alleine auf der Welt, sondern es gibt auch Seelen, Verstorbene, sag ich einmal, auch die ganzen Naturgeister, die Adler und. Nicht? Und ich, meine Kraft ist zum Beispiel der Feuersalamander. Nicht? Ich habe einmal den Gauer Demokopf kennengelernt. Das ist ein Russ. Und der hat mir gelernt, dass man bei Minusgraden im Freien überleben kann. Ja. Der hat sich da so runtergekugelt und hat gesagt, da unten hat es plus 60, 70 Grad in der Erde. Ja. Und du kannst dir nur vorstellen, dass die Wärme da rausholst. Ja. Man muss natürlich fest niederstampfen und schauen, was machen. Mhm. Nur mit dem Geist alleine geht es nicht, aber das habe ich probiert mit ihnen. Erste Sonne, ja. Super. Wenn der Schöpfer, den wollen wir nicht kennenlernen werden, weil der Schöpfer ist, und das verstehe ich heute noch nicht, dass das ist, nicht? Aber wenn du heute deinen Geist so fokussierst, dann schaust du durch die Erden durch. Das geht auch, das habe ich alles schon gemacht. Oder ich habe einmal probiert, das haben wir alles schon gemacht. Wenn da passendes Wetter ist und es sind noch ein paar so Wolken rum und du nimmst drei, vier Leute und die konzentrieren sich, schirmt die Wolken zusammen zu einer und dann regnet es. Drei Minuten, zwei Minuten, das funktioniert. Ist ja alles möglich. Wirklich. Das kannst du. Ja, sicher. Raum heute, gell? Ja, genau. Passt perfekt. Schau. Ja, gell. Der komplett alleine, oder? Den Wind, was du bestellt hast. Perfekt. Ja. Der Wind ist so was, da tut sich was, ne? In der Natur. Da, das Pferd schon gesehen, da ja. Voll schön. Einfach klasse, gell? Super. Hast du deine Trommel mit? Ja, ich hab meine Trommel mit. Wir werden jetzt die Naturgeister herbeitrommeln, oder? Mhm. Genau, super. Windrauschen hier in den Bäumen, das Feuer knistern, das Gespieren, was da ist. Weißt du, was ich meine? Wir können es nur sehen, weil wir nur noch die Fähigkeit haben. Aber es sind so viele Geister, so viele Wesen hier, Wesenheiten da, wo man die alle sehen darf, dann haut es uns alle um. Bin ich voll überzeugt.
Weil wir haben alle eine Vergangenheit. Mein Vater ist schon gestorben, meine Mutter ist schon gestorben. Die sind jetzt da und schauen ihrem Buben zu, ne? Was der heute da macht. Und freuen sich eigentlich, dass wir da heute das machen. Ne? Voll schön. Das ist außergewöhnlich. Ne? In der Shopping City Süd hat Denisa heute ihren Probetag beim Friseur Youngstyle. Hannes übergibt ihr die erste Kundin. Hallo Melissa, servus. Melissa, du hast ja heute bei der Denisa gebucht. Ja? Hallo, darf ich mich mal kurz vorstellen? Hallo, ich bin die Denisa. Ich darf dir heute die Haare neu gestalten oder am Schneiden und Färben. Schneiden und Färben, also machen wir wirklich was Schönes Neues, was Frisches wieder vielleicht. Die Denisa hat den Vorteil, dass sie sehr selbstbewusst rüberkommt. Ich beobachte das ja. Sie weiß, was sie spricht, ja, und gibt dem Kunden auch automatisch diese Sicherheit. Ja. Also die fühlt sich, mein Gefühl sagt mir, sie fühlt sich wohl. Ja. Ich habe schon so ganz flüchtig gesehen, du hast so zwei, drei Weiße schon dazwischen. Ja. Gell? Wahnsinn, mit deinem Alter glaubt man gar nicht. Gell? Wir können ja eine schöne Haarfarbe machen, oben und dann unten, damit wir deine Haare, weil du siehst, du hast schon ein bisschen einen Spliss bekommen. Ja. Ich würde dort nicht mit einer Haarfarbe arbeiten, ja, weil das wäre eigentlich eher schlecht für die Haare. Sie hat Erfahrung und auch schon Praxis und somit kann man sie auch alleine lassen. Das Haar hat ein leichtes Spiel, darf aber nicht zu viel. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja. Denisa, ich lasse euch einmal ganz kurz alleine, ja. Wenn Sie was brauchen. Läuten Sie durch. Dankeschön, sehr nett. Hast du alles? Darf ich dir noch was bringen? Oder starten wir gleich? Starten wir gleich, jawohl. Ganz kurz. Entschuldigung, Ella, könnten Sie mir bitte meine Farbe bringen? Ella, das wäre die 3-0. Es ist komisch und ich glühe ganz, ganz schlimm. Ich hoffe, mein Make-up passt noch, weil ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Also ich werde jetzt mit dem Ansatz beginnen, ja. Beim Ansatz, wie gesagt, das ist jetzt eine Haarfarbe, gell? Okay. Das habe ich dir eh vorher erklärt. Die Farbmischung hat Denisa selbst zusammengestellt. Nun ist es wichtig, dass die Mischung auch stimmt. Sonst könnten die Haare einen Grünstich bekommen. Nicht nur für die Kundin, ein Horrorszenario. So, wir haben es jetzt 56. Es bleibt eine halbe Stunde oben wegen dem Ansatz. Ja? Und danach kommt wahrscheinlich auch die Kollegin zum Abwaschen. Falls ich selber Zeit haben sollte, komme ich gerne selber. Ja? Super, bis später. Ich habe mich zwar schon anpatzt, was mir normal nicht mehr so passiert, aber daran, glaube ich, merkt man, dass ich sehr nervös bin. Ja, dabei ist ja alles gut gegangen. Und jetzt fangen wir mal an zum Schneiden. Das wird vielleicht ein bisschen zittrig, bin ich jetzt, aber ich glaube, das schaffe ich schon. Schaffe ich. Im ersten Bezirk ist im Friseursalon Erich das Haareschneiden fast nebensächlich geworden. Erich sammelt Kunstwerke. Aber vor allem sammelt er Menschen und deren Geschichten. Und die treffen alle bei ihm im Salon zusammen. Kein an sich nichts Gleichwertiges wie Erichs Salon. Was ist das? Ist das mein Geburtstagsgeschenk? Ja, ja. An mich? Ja. Weil du so solche argen Sachen, das sieht man dann im Fernsehen, das ist ja peinlich. Verrat es nicht, dass ich am liebsten Busen habe. Er ist nämlich der Busenmaler. Der Marcel ist der Zigarettenkünstler. Und ich habe ja unzählige Bilder von ihm. Und eines Tages werden die alle einmal berühmt. Jetzt sind sie nur halb berühmt. Aber bald wird das Bild auch was wert sein. Er hat einfach ein Gespür, wem er welche Frisur machen muss. Und er unterstützt ganz viele Künstler. Es ist eine Seele. Ja, ich mal ur viele Bilder. Ich bin einer von den 10 besten Galeristen. Das ist der Konzert im ersten Bezirk. Vor kurzem war ich schon in der Zeitung drinnen. Ich hab die eingebracht, gell? Mhm. Damit bist du auch in einen Katalog. Ich bring dir das. Oder du kannst das eine haben. Ich hab eh zwei.
Was sehe, es gibt ja auch. Da, schauen Sie, da bin ich. Na bitte. Das bin ich. Schon wieder eine Frau weniger, die hergeben hat. Das ist ein berühmter Dichter, lebt noch. Ja, und ich bin auch ein Unbekannter. Weil die, ich bin auch unbekannt. Die meisten Dichter, wenn sie berühmt sind, sind ja schon tot. Ne? Ja, aber nicht. Was habe ich geschrieben? Kalt Wien, die Fanatasien, dann ein Palindromeband, das Reversat und die Lyrikalben. Und wie viel haben wir verkauft? Alles. Das ist wichtig. Ja, das Wichtigste ist das Verkaufte. Naja, aber jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt muss ich meinen fünften Gedichteband herausgeben. Schau, ich habe nur angefangen damit. Ja, warte mal, er hat mich gefragt. Ach so, ja, Entschuldigung. Womit haben Sie angefangen? Ich habe nur damit angefangen, mit dem Tagebuch eines Säufers. Und was ich schreibe, ja, ich habe auch Gedichte geschrieben, wie Johannes der Säufer zum Beispiel, oder den Trunkenbold und die Liebeslügnerinnen und. Auflagen. 700 Gedichte habe ich bis jetzt geschrieben. Mit mehr, aber 700 habe ich behalten und auch publiziert und verkauft. Der zum Beispiel, das ist der Adrian Brody. Ja. Das wissen es gar nicht, die Leute. Den habe ich in Venedig gesehen. Der hat solche Regisseure wie Polanski oder wie Woody Allen. Ja. Weißt du, was der Klavier, der Pianist, was sehr Superstar aus. Ja, und sie ist froh, dass sie sich auch noch sieht. Es ist aber gar nicht so wichtig, das muss man auch der Öffentlichkeit sagen, dass eigentlich der Spiegel nur zur Sicherheit für die Kunde da ist, damit sie sieht, was der Friseur macht. Der Friseur braucht ja eigentlich keinen Spiegel. Da muss es wieder einstellen. Ja? In der Shopping City kommt Denise an ihrem ersten Arbeitstag ordentlich ins Schwitzen. Fertig föhnen, bitte. Ihrer Kundin Marissa wird jetzt die Farbe ausgewaschen. Nun wird sich herausstellen, ob Denise ins Schwarze getroffen hat und nicht nur die Kundin zufrieden ist, sondern auch Hannes, ihr Chef. Also ich muss ehrlich sagen, es ist kein grünlicher Schimmer da. Ich bin sehr zufrieden. Es ist sehr gleichmäßig geworden. Solange die Marissa jetzt zufrieden ist, bin ich es auch. Also mir gefällt es super. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön ausschaut. Gehen wir mal nach vorne, darf ich den noch abkassieren, ja? So. Also das Endresultat, ich finde, es ist sehr gut. Ja, es passt mir nicht, das ist wohl. Ja, sehr ja, gut. Ja, ist auch wohl. Deine Kundenwunsch ist mir auch gerade gekommen. Ja. Ja. Ich kann nicht mal mehr sprechen. So bewolkt, beflügelt bin ich gerade von seinen Worten. Ja, doch, es freut mich wirklich sehr. Wow, toll. Also man kann es jetzt noch drauf aufbauen, ja, und die Weiterentwicklung bei uns machen. Ja. Aber sie wird, ich glaube, ein Superstar. Oh! Okay. Dankeschön. Danke, Lisa. Mein Traum, puh, ich glaube, seine Stelle zu übernehmen. Irgendwann mal, hoffentlich. Wer weiß, wir werden es sehen. So. Auf der Burg Plankenstein in Niederösterreich ist Sonja mit ihrem Kunden Franz mitten in ihrem schamanistischen Haarschneideritual. Seine Haare werden heute gefragt, ob sie so weit sind, geschnitten zu werden. Denn die letzten Male war es nicht möglich. Bist du bereit? Bitte. Om Bhur Bhuvah Swaha
Das habe ich da, war in Jambako, die was ja die Mahi. Om Bur Burswaha. Das habe ich da, war in Jambako, die was. Jeder Buchstabe im Sanskrit ist ein Wort. Wenn man das übersetzt, das stehen wir morgen in der Früh auch noch da. Also Franz, das mit dem Schneiden, du bist noch nicht bereit dazu. Mhm. Aber ich glaube, du spürst das selber auch. Mhm. Passt gut. Das ist dieser Durcheinander. Mhm. Ja, die haben nichts abgeschnitten, weil sie nicht bereit war, weißt? Ich schneide die Haare nicht, weil er momentan noch nicht bereit ist, sie loszulassen. Mhm. Wir werden jetzt zum Abschluss die Klangschale. Mhm. Damit dein Körper wieder in Balance und in Schwingung kommt. Ist das okay. Recht? Passt, wunderbar. Die Haare sind die Antenne zu diesen Naturgeistern, zu der Schöpfung, wie auch immer. Ne? Verstehst du? Darum ist mir das wichtig, die Haare. Ne? Ich in meinem Geschäftsleben war, da bin ich auch so dahergekommen, ne? Businessmäßig. Aber jetzt bin ich 2 Jahre professioneller Pensionist und jetzt darf ich wieder so sein, wie ich will, wie ich mich spiele. Gell? Bei der Klangschale hast du richtig die Schwingung und das kann man nicht beschreiben, das musst du ausprobieren. Ja, da kommen so viele Bilder, da habe ich das Turnier gesehen. Also früher haben wir diese Ritter, die Turniere gemacht, auf einmal boom, war das voll da bei mir. Gespielt, gesehen, voll schön. Aber ich kann es nicht, ich nicht sagen, wenn es mir einen Stift gibt, konnte ich das aufzeichnen, aufmalen. Ne? Das spürst du. Ne? Da muss du einfach klasse. Ne? Dankeschön. Danke auch.